ist so eine typische Minispielhöhle. War mal eine Abwechslung. Ja! Voll von den Bomben. Sacht, sacht. Oh, großer Held. Wahrheit kann das. Wahrheit kann auch Bomben anschlagen und explodieren, ohne zu sterben. Gesundheit! Danke! Gegenüber von dem toten Baum, stimmt. Richtig, das sind nämlich die Sachen, die... Genau. Und einer ist... Gesundheit. Danke. Ich glaube, du musst nochmal hier jetzt rechts suchen. Du hast den Blob ins Feuer geschmissen. Nein! Jetzt ist er ein flüssiger Blob. Das ist eine Pfütze! Hier muss dann irgendwo noch einen Weg geben, den wir gehen können. Außer oh, sie sind wieder da. Jo, sie sind alle wieder da. Letztes Mal noch alles machen wollte. Ja. Ja, ja, also das ist, die Suche ist lang, weil du, ich muss wirklich zugeben, diese Karte, die sieht zwar wunderschön aus, ja, aber die ist viel zu verwinkelt. Die ist sehr verwinkelt. Wenn du jetzt hier reingehst, irgendwo rechts oben wieder die Logik. Ja. Ich muss erst noch Zeug töten. Ja, dann töte erstmal Zeug. Fuchs! Fuchs, Fuchs! Wir haben 5 Fuß. Mein Eierblau! Jetzt bin ich dabei. Da ist nichts durch. Ja, von hier oben haben wir vorhin geguckt, wo du hin musst. Habe ich die Taste, um mich einfach nur umzusehen und um dabei zu laufen? Wenn du nur C benutzt und dann den nur schwingst. Oder nur auf Auge gehst. Nur umsehen. Ja, wenn du nur den Controller benutzt. Dann
das da links? Da müssten wir doch hier im Baum irgendwie, ne? Ja, ich überlege gerade was. Kannst du noch mal zurückgehen ein Stück? Ja. Ja, und das Dörfchen von den Viechern rein? Das Lager? Kannst du irgendwo mal so einen Weg rechts runter, wo wir ihn so ein Dings gemacht hatten? Ja, du meinst da, wo Kai versucht, da drüber zu springen? Ja, was nicht geht. Vielleicht irgendwie... Genau, hier. Ja. Wenn wir da reinkämen. Ja. Jetzt. Kannst du mal gucken, ob du mit dem, Käfer irgendwie den Weg hier langfliegen kannst, um zu gucken, ob da irgendwas ist, also den Lavaschrupp hoch? Ja, ja, entweder hoch, runter oder irgendwie so einfach mal gucken, was da, ob du da was einfach findest. Mal so ein bisschen unseren Scout losschicken. Hast du. Sieht auch so aus, als wäre das einfach so ein Übergang zwischen zwei Gebieten. Ja, ist es auch. Das Universum. Unendliche Weite. Nein. Das ist ja schneller als ein, glaube ich, ein Upgrade für den Käfer. Also wenn ich hier hinkommen täte, käme ich weit. Richtig. Berechne mir das nicht. Wenigstens explodiert er nicht. Richtig. Okay. Irgendwas übersehen wir. Aber ganz gewaltig übersehen wir irgendwas. So, geh nochmal da hoch, wo das Brutzelzeug war. Vielleicht haben wir da ein Ding übersehen. Hoch, wo das Brutzelzeug war. Ja, da wo Fall dir gesagt hat, hier darfst du nicht weiter. Hier verbrennst du. Du brennst zwar schon, aber einmal rumgelaufen. Nee, da ist nichts. Okay. Ich hätte jetzt gehofft, ob irgend so ein Wirbelwind, der uns da drauf trägt, dass wir da runterkommen. Hatte ich auch, deshalb bin ich da rumgelaufen. Ja, falls ja, es ja. Warm. Es wird warm. Ja. Okay, da haben wir das, was wir übersehen haben. Hier ist nochmal die Aura so rum zu sehen, wo wir hier sind. Fee! Du hast eine Fee gefeiert! Diese mutigen Wesen füllen 6 deiner Herzen auf. In einer Flasche mitgenommen, spendet sie dir ihre heilende Energie automatisch, wenn deine Kräfte schwinden. Jeha! Ich hoffe, du hast Luftlöcher reingemacht. Nein, Feen müssen nicht atmen. Sie braucht keine Luft. Wo sind die? Was? Das ist schön. Gut. Da ist nichts mehr. Doch, da. Da. Wir wollen mal wieder hinkommen, aber das ist jetzt gerade uninteressant. Ja. Ja, da ist erstmal das. Da unten? Ja, da oben war das. Hier ist echt nur noch 2? Nein, so eigentlich 3. Aber es kann sein, dass irgendwie, wenn das unten oder das oben kommt, dass der die überlagern und dass das ja, das ist irgendwie wieder 2 in einer Richtung sind.
Geschwindigkeit ist, was auch hier drin ist. Geld. Und viele, viele Buntes macht dies hier. Die können wir dir nicht anbieten. Wir können dir nur was anderes Buntes anbieten. Wenn man da was drin. Jo. Ein bisschen Erz. Jo. Die andere Seite leer. Ja, die war leer. Die andere Leite ist leer. Okay, Link nimmt jetzt den Weg nach unten. Wo auch immer der ihn hinführt. Das sind so wie Tontöpfe, kannst du zum Beispiel auf Gegner werfen oder sowas. Oder einfach werfen, damit sie kaputt gehen und irgendwas rausfällt. Richtig. Ach, guck mal. Ist dir nicht aufgefallen, dass wir hier sind? Doch. Aber ich dachte, das wäre ein Weichen mit der Höhle da rein. Und da oben müsste dann das ja sein, wo wir den Weg und zurückweg freisprengen. Aber hier drin müsste jetzt in der. Jetzt wird langsam alles klar. Dann aber wieder ablassen. Aber die Lava ist abgelassen! Ich glaube, das sollte man so nicht machen, aber es hat. Aber es geht! Aber es geht, ja. Yay, es geht! Hey, wenigstens hat die Cutscene aufgehört. Meine Schwester was macht. Was hat deine Schwester getan? Meine Schwester hat Wind Waker gespielt und hat den zweiten Bossgegner besiegt. Und dann kommt in der Cutscene, wo man mit einem Charakter redet, der sich gerade freut, dass du den Bossgegner nicht hast. Der steht, yeah, yeah. Link geht auf ihn zu, dann hört er auf, um zu springen und erzählt dir was. Link geht auf ihn zu, das Vieh steht, gesagt, yeah, yeah, yeah. Und es ging nicht weiter. Oh! Ja, Spielstand laden, ne? So! Endlich mal wieder Fortschritt hier! Ja, das ist Teil! Gut. Das ist hier ganz oben, können wir hochlaufen? Das wollte ich gerade gucken. Nein, das ist Wand. Da kommen wir wieder nach ganz oben. Ja, und da vorne waren Bomben gewesen. Ich meine, der Weg jetzt hier um die Kurve dürfte einfacher gehen als der andere Weg. Also ich spring dich nicht hin. Doch, da ist er. Da, ja. Du solltest rollen, du Pflaume. Ich wollte ihn jetzt erst Flachpfeife nennen. Jo. So, und jetzt haben wir den Weg da auch frei. Genau, und wir kommen uns hier wahrscheinlich hoch wieder zu dem. Zu dem Bock. Ja, aber da gibt es, glaube ich. Fuchs, da kamen wir gerade her. Ja, aber da geht eine Rampe runter. Und war, glaube ich, noch irgendeine Tür, ob die auch zu irgendwas führt. Also hier ist erstmal nix. Da ist noch so ein. Ja, da mag eine Tür sein, aber kommen wir da überhaupt hin? Deswegen meinte ich ja, ob man da hinkommt. Ob das vielleicht irgendwie da so ein Weg hinterrücks gedacht zu irgendeiner Stelle ist. Oder irgendwas später. Das ist ja auch bei Zelda immer, dass du in alte Orte nochmal zurückgehen kannst, um neue Sachen zu finden. Sobald du neue Fähigkeiten hast, die dir das erlauben, weil von hier aus musst du da nicht dran. Vergiss es. Nee, stimmt.
Wenn ich schon nicht zur anderen Seite springen kann, dann kann ich da jetzt auch nicht hin. Nee. Okay. Dann kannst du nach oben. Wir können ja noch an die andere Seite runterrutschen bei dem Teil, einfach um zu gucken, was da ist. Ah! Ja, sag doch, das ist das, wo wir hier rauskommen. Ich wusste nicht mal genau, wo das dahin führt. Das war jetzt relativ klar, weil du stoßt nach oben. Ja. Rechts herum. Ja, jetzt sind wir wieder links rum. Richtig? Ja, dann. Aber ich habe auf der anderen Seite trotzdem noch. Ja. Außerdem ist der WK jetzt extrem zügig. Eben, das stimmt. Er hat schon 100 Rubine eingesammelt. Seit ich die Konsole vorhin angeschoben ist. Noch habe ich tatsächlich mehr eingesammelt. Eben, sie hat hier 30 wieder ausgegeben. Tatsächlich habe ich mit unter 300 begonnen. Waren es echt unter 300? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich weiß es nicht mehr zu 100%, deswegen sagte ich so 100. Ich habe nicht drauf geachtet und bin stolz drauf. Ja, ja. Ich hatte beim Runterrutschen hier irgendwie links immer zum Buddeln gesehen. Kann auch so eine halbe Etage tiefer gewesen sein. Guck mal, ob du hier hören. Da sehen wir auf jeden Fall mal. Und als ganz nah dran. Da. Da oben. Durch den Luftstoß irgendwie nach oben. Wenn der andere Luftstoß angeht, reinspringen. Okay, da müssen wir jetzt wissen, wann die an sind. Ja, wann ist das Timing? Jetzt will ich behaupten. Ja. Okay, da kannst du auch warten, bis beide an sind. Ja. Und noch einer! Yay! Bis sie uns endlich ins zweite Dungeon lassen. Yay! Der ist irgendwo oben, meint er. Ja. Genau, das sagt unser Dingensbums. Ich würde gucken. Ja, wieder hochfliegen und dann von da aus orientieren. Ich mach mal zwischendurch Pause. Weißt du, wie weh das tut? Gar nicht. Das ist Sand. Der rutscht ja mit. Eben, da ist die Reibung dann relativ gering. Sandkörner reiben mehr aneinander. Ja, aber so wie man die Füße weggezogen kriegt. Dann landet doch weich auf dem Sand. Okay, jetzt. Aurasucher. Schmetterlingsnetz. Schmetterling fangen. Oder auch nicht. Dann eben nicht. Oh, weißes Teil, was wir haben. Sage mir, wo ist der letzte Schlüssel? Da. Direkt da vor dem Boden verbuddelt. Da vorne will mich Buddel stellen. Nee, wir stehen wenigstens direkt davor. Ja, das war alles so geplant. Auf jeden Fall. Begib dich zum Gipfel. Mach dir auf die Suche nach Zelda. Ja, gleich. Da kann man noch an der Vogelstatue speichern, dass wir die Schlüssel haben. Wenn du stirbst, schmeißt er dich ja eher in den letzten wieder auf und muss das weitermachen. Juhu!
Allerdings muss ich sagen, bei der Art und Weise, wie dieser Schlüssel gebaut ist, verstehe ich nicht, warum ich mich einfach per Hand dran drehen kann. Fei, es ist warm hier unten. Nicht so warm wie in dem anderen Raum. Fei, mir schlägt eine Feuerwand entgegen. Älter, eindeutig. Und zwar um so und so viele kleine Kreilchen. Um 0,2 Kelvin. Wir sind... Tempel des Erdlandes. Ein Luftkühler. Oh, die haben Elefanten. Elefanten. Okay. Oh, Schatz, hier direkt am Anfang, ja. Ja, die gibt's ja in diesem Dungeon-Zimmer. Speichern. Danke sehr. Und damit haben wir den zweiten Dungeon erreicht. Wuhu, hat nur 2 Stunden gedauert. Stunde 6. Oh, 2 Folgen. Ja. Aber. Was hast du davon, wenn du mich verfolgst? Schweinetruhe mit Obi. Was für ein Glück! Wir gehen mal zu forschen. Juhu! Nein! So, und du? Rede mit mir! Verflucht, alles voller Ungeheuer! Und ich wurde von meinem Kumpel getrennt, der hätte nicht herkommen sollen. Ich kenn dich doch! Hat dich die Suche nach deiner Freundin hierher gebracht? Da fällt mir ein. Ich habe gesehen, wie jemand mit blonden Haaren und komischen Klamotten weggebracht wurde. Aber es ist sinnlos, dir zu Hilfe zu kommen. Da ist alles voller Ungeheuer. Halt dich da lieber raus. Es ist viel zu gefährlich. Bring it on. Bring it on. Okay, ich hau ab. Woher denn auch? Die Steuerfrau ist nicht so leicht zu beeindrucken. Ah, die Steuerfrau ist nicht so weit zu beeindrucken, das kann er aber nicht wissen. Und B, woher soll er wissen, mit wem er redet? Es gab noch keinen legendären Helden von dem hier. Das war die falsche Richtung. Okay, Flatterby. Ich hab dich doch gerade gesehen. Ja, es ist gerade bei der Flatterby. Hat sie gedacht, der ist von alleine in die Lava gesprungen. Da muss ich nicht hinterher. Richtig. Da ist er wie. Oh! Oh, der hat nicht gehört. Das hab ich falsch kalkuliert. Ich habe schon Angst, du bleibst an der Kante hängen und das Ding geht runter und trägt dich in die Lava. No. Vorangezückt, dass sie schneiden. Hängt es noch fest.
geh schon mal gucken. Der guckt ganz zurück. Oh, wer ist das denn? Betrachtet auch mal Hallo sagen. Juhu! Peter, ich habe einen neuen Typus von Gegner in der Nähe entdeckt. Ja, es war nicht schwer, stand still und seid gegenüber. Er scheint äußerst überlegen, körperliche Fähigkeiten zu besitzen. Das heißt, wenn du ganz viel drauf einschlägst, hilft es immer noch. Ich schlage vor, ihn durch Drücken von Z anzuvisieren und mich mit Hilfe von runterzuholen, damit ich weitere Informationen über ihn geben kann. Gut, war. Schön, dass wir darüber geredet haben. Er war noch nicht angepasst. Das wird wehtun. Dies ist ein Exalfos. Diese kräftigen Wesen sind mit einem eisernen Handschild ausgestattet und verfügen über eine hervorragende Kondition. Ihm oder mir? Ich glaube dir, der hat so einen schönen Morgenstern an der Schwanzspitze und der geht gerade so schön Richtung Kopf. Ein Exalfos zu treffen ist sehr schwierig. Versuche eine Lücke in seiner Schildabwehr zu finden. Ein Exalfos zu treffen ist sehr schwierig. Hau drauf, wenn er nicht abwehrt. Oder macht's wie Kai. Man trifft's. Du hast diesen Gegnertypus nullmal besiegt. Aufgrund der niedrigen Zahl ist eine genaue Analyse unmöglich. Und so ging mein Kampf mit dem Viechern auf. Kann ich irgendwo springen und so? Nee, nein. Ich hab noch eine Fee. Die brauchst du auch jetzt leider. Die Viecher sind, wenn man sie das erste Mal trifft, echt böse, finde ich. Fangschuss! Wie ging der? Beim Visier und Seite nach unten. Oder in die Lava rein. Hör ja nochmal auf zu brennen. Ja, das ist vielleicht auch gut. Du brennst so lange, bis du, glaube ich, ein halbes Herz verlierst. Jo. Jo. Link, nimm. Wahrheit, nimmst du bitte dir das Erz mit? Nee, das war Munition für deine Schleuder. Meinetwegen die. Das bedeutet.
immer noch was dran sein. Mache ich mit dir. Balancieren. Es gibt keinen Weg, dann macht man sich auf. Ob er mit dir kämpfen möchte oder nicht. Kann ich ihm nicht verübeln. Yay! Speichervorgang erfolgreich. Das ist der Weg. Fahrende Auge. Das Allsehende und Fahrende Auge. Genau. Nee, das wollte ich nicht. Das ist unglaublich. Sehr seltenes Schmuckstück. Sein goldener Glanz wirkt seltsam. Zusammen, wenn Kai in die Arbeit springt. Ich schick dich
doch nicht in die Lava. Ja, aber trotzdem. Das ist total fies. Das ist so ein bisschen. Du hast den Käfer. Ja, was soll ich in der Lava? Es ist weg. Kann ich unterwegs eigentlich hier runterfallen? Ich hoffe, wenn du zu schnell in eine Richtung zu lange. Aber dann sagt er vorher auch. Verflucht, die ist nicht da. Ich hab sie bestimmt vorhin verloren. Hast du zufällig eine Bombentasche verloren? Was sonst? Bitte, 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 ich bräuchte eine. Oh, du kommst genau richtig. Ich bin's, Ferki. Gut, dass ich dich hier treffe. Könntest du mir einen Gefallen tun und nach meiner Bombentasche suchen? Ich war auf der anderen Seite dieser Felsen, als plötzlich diese Monster auftauchten. Da bin ich abgehauen und muss sie dabei verloren haben. In der Tasche kann man Donnerblumen mitnehmen und jederzeit einsetzen. Ohne diese Tasche bin ich komplett aufgeschmissen. Bestimmt hat ein Monster sie. Bring mir bitte meine Bombentasche wieder. Bombentasche finden. Ja. Finders Keepers! Erschreckt mich doch nicht so! Bombentasche finden ist eine gute Idee, aber wir wollen die schon selbst haben. Da, wo du reingekommen bist. Die Truhe habe ich. Das ist auf und da ist die Vogelstatue. Genau. Mhm. Da sind die Felsen im Weg, da links war auch ein Felsen im Weg und geradeaus kamst du auch nicht. Also muss irgendein Trick in diesem Raum geben. Yep. Der irgendwie vermutlich mit diesem Auge zusammenhängt. Das war schon mal ein guter Ansatz! Ja. Was geht das wieder los? Ach. Dick. Danke. Irgendwer hat hier seine Bombentasche liegen lassen, habe ich gehört. Ja. Merkt schon mal an, euch mag ich nicht. Ich glaube, das dürfte der Miniboss des Dungeons sein.
übergeht er mit Ritterschlag. Nicht weit genug. Also, ich habe gehört, ihr habt da so eine tolle Tasche. Einer von euch ist Rechtshänder, der andere Linkshänder. Ja. Ich werde oben aufgehen. Runde 1 geht an die. Stehe ich denn jetzt? Bitte. Links ist dein. Probieren wir das noch einmal. Miniboss Versuch 2. Besser. Ja. In 3 Stunden schaffe ich das. Ich glaube, dieser Dungeon ist so ein klassischer Fall von der Mini-Boss ist beeindruckender als der echte Boss. Hm. Wo haben sie mein Auge wieder hingerollt? Danke. Aha. Mich täuschen, aber irgendwie fehlt meinem Auge inzwischen das. Nein, doch nicht. Hey, sie fehlt meinem Auge inzwischen das Auge, also. Also, ich bin übrigens dafür, ich kriege die Tasche hinterher. Oder wenigstens die alte. War der erste? Ja, dann ist es immer Juhu! Heidechsenschwanz halten! Ihr Stachliger Hut lässt sich vielleicht sinnvoller verarbeiten. Ihr meidet. Freut mich aber. Den will ich haben, danke. Und wo ist die Tasche? Wahrscheinlich da.
da drin? Das ist ein seltsames System. Ja, die haben einfach schon mal die. Das heißt, die haben die Bombentasche auch gefunden, haben gesagt, die packen wir besser in diese Truhe und versiegeln die magisch mit unserem Leben. Und wenn wir da selbst einmal dran müssen? Dann müssen wir es umdrehen. Das ist ein bisschen dumm.